So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2 und das letzte Mal haben wir den Frank 88 gefunden, von dem wir jetzt auf jeden Fall uns auch neue Sachen anschauen werden. Aber vorher werde ich natürlich ganz kurz aktualisieren und gucken, ob hier oben was passiert ist. Komme ich da irgendwie? Ja. So. Nein, ich will da nicht jetzt suchen. Lass mich rüber zu dem Start. Dankeschön. So. Und dann aktualisieren wir mal. Und tatsächlich. Also jeden Tag hier kommt Alina. Meine Güte. Peach's Curse. Dann retten wir mal Peach vor ihrem Fluch. 1,41 Weltrekord. 8,23%. Kamek turned Peach into a Peace. Ein Peach Switch. Save her. 626 Bau-Event. Das ist dann wohl irgendein Wettbewerb, wo sie mitgemacht hat. Und das musste man wohl in die Beschreibung reinschreiben. Dass das gefunden wird oder so. Keine Ahnung. Wir werden sehen, was hier los ist. Erreiche das Ziel mit dem P-Switch. Okay. Das heißt, wir wollen sie retten, indem wir sie als P-Switch zum Ziel. Ich habe keine Ahnung, ob das so eine gute Idee war. Potenziell ja. Wenn man dann nicht das Pech gehabt hätte, exakt auf dem Stachy zu landen, wäre das eine gute Idee gewesen. Okay, aber da ich jetzt weiß, was hier los ist, kann ich das hier machen. Yes. So. Okay. Wir wollen da hoch und drüber und da durch. So. Oh, wir kriegen ein Yoshi. Das ist schon mal sehr gut. Da fühle ich mich schon mal. Das ist schon mal nicht so gut. Doch, wir kriegen ihn wieder. Sehr schön. Theoretisch könnte hier oben ein Bonus sein. Okay. Dann werden wir sehen, ob Yoshi. Ah ja, jetzt bräuchte ich den P-Switch. Haben wir noch nicht dabei. Sind wir ein bisschen arg bald am Ziel? Oh. Ich habe. Da oben will ich hin. Genau da will ich hin. Okay. Ich glaube. Es ist nicht so gut. Ach so, vielleicht sollte man erst. Verstanden. Vielleicht sollte man erstmal hier zum Retten. Moment, aber da brauche ich. Okay, das muss ich alles erstmal verstehen. Ich kann natürlich mit Yoshi die Bombe da rausholen. Das ist wahrscheinlich auch genau, was ich tun soll. Ach nein, ich hole mir hier. Das Feuer. Ich hole mir hier das Feuer. Das Feuer. Und damit. Zünden wir die Bombe an. Bäm. Also war es schon gut, dass wir erst nach hinten gelaufen sind, weil wir mussten erstmal überhaupt rausfinden, dass da ein Yoshi ist. Okay. Da ist nix. Aber ich muss jetzt Yoshi auch hier liegen lassen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Lässt sich aber nicht vermeiden. Da wäre ich fast runtergestoßen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, da werden wir angegriffen. Da war noch ein Dritter. Da war noch ein Dritter. Okay. Dann können wir aber doch wieder hier erstmal rüber. Ich bin halt. Es tut mir leid, ich bin halt ungeduldig. Ich will nicht warten, bis das Ding da runterfährt. Jetzt haben wir genug Speed drauf. Jawohl. So. Ach so. Ja. Wir brauchen da ja was. Was Grünes. So. Nein. Oh. Aber kann ich nicht auch einfach. Na, wahrscheinlich kann ich das nicht. Wenn ich die Bombe rausziehe,
Wenn ich die Bombe rausziehe, dann baue ich es mir wahrscheinlich komplett sogar. Weil ich dann nicht, dann kann ich nur den vorderen Teil sprengen, aber den hinteren Teil nicht. Ja. Das wäre nicht so cool. Nimmt man eigentlich Sachen durch den Mund mit? Ja, interessant. Schön, dass wir drüber geredet haben. So, aber ich komme halt hier mit Yoshi nicht hoch. Da kann ich machen, was ich will. Ach Mist, ich wollte die gerade jetzt als Schutz mitnehmen. Aber hat wieder nicht funktioniert. So. Die müssen wir möglichst vorher triggern. Sehr gut. Jetzt haben wir da Ruhe. So. Da ist ein Leben. Okay. Da ist Kamek. Tatsächlich Kamek und nicht Magic Koopa hat es ja ins Intro geschrieben, dass es Kamek ist. Da ist die 2 und die 6. Das ist von in der Beschreibung stand doch irgendwas mit Dings, ne? Da ist Peach. Ah, jetzt komme ich zu Yoshi zurück. Ja, gut. Wie komme ich denn dann in diese Tür da rein? Ah! Oh mein Gott! Das heißt aber... Ich darf jetzt nicht sterben. Genau das heißt es, ja. Gut, aber dann haben wir das Level verstanden. Vielleicht hätte ein Checkpoint im Level an der Stelle, wo der P-Switch ist, nicht so wehgetan, aber gut. Vielleicht ist ja die Challenge bei diesem... Habe ich nicht gemacht. Oh. Vielleicht ist ja die Challenge bei diesem Wettbewerb... Ich gehe jetzt irgendwie davon aus, dass das eine Art Wettbewerb ist, weil ich sonst erklärt sich mir dieses... Diese Nummern und so erklärt sich mir sonst nicht. Also falls es ein Wettbewerb ist, dann auf jeden Fall da viel Erfolg. Was wollte ich sagen? Ja, vielleicht... Das ist ja eine Challenge, wo man keine Checkpoint bauen darf oder so. Oder nutzen darf oder weiß ich nicht. Ah! Okay. Got it. So, jetzt werden wir einfach von weiter weg schießen. Dann kann ich nicht versehentlich das Ding nochmal schlucken. Das war nämlich ein bisschen ungünstig. Gut, aber dann können wir Yoshi hier eh draußen lassen. Oh no! Oh no! So. Gut, die Leben sind nicht interessant. Wir müssen ans Ende kommen. Oh, ich kille nur den oberen. Aber ich kriege hier direkt einen Pilz, von daher ist das okay. So. Die fallen bitte alle vorher runter. Dankeschön. Und dann haben wir das jetzt auch schon gelöst. Ach hier, ach nö. Ach, ich kann das ja nicht. Mist. Du stehst da ganz ungünstig, mein Freund. Oh mein Gott, der Fisch. Kamek. Dankeschön. Heieiei. So, aber ich krieg wieder keinen Pilz mehr. Oh Gott, ich muss jetzt hier durch, ohne getroffen zu werden. Ah, das geht schief. Ich sollte den Pilz da oben lassen. In der Box, dann würde ich ihn jetzt holen können. Ah! Uff. Warum bin ich denn so? Ich weiß doch, dass die da sind.
Ja, also man muss auf jeden Fall sagen, Bowser hat sich hier tatsächlich mal, was die Position der Kanonen angeht. Das ist wirklich, wirklich böse. So wie man das von einem Bösewicht erwartet. Nicht so einfach, hier, es sind zwar Kanonen, aber sie sind nicht relevant. Weil die sind viel zu einfach gesetzt und da kommt jeder dran vorbei. Nein, diese Kanonen sind tatsächlich so, dass man Eindringlinge sehr gut abwehren kann. Ah, verdammt. Nein, nicht treffen lassen. Ich will den Pilz behalten. Dann kann ich ihn nachher hier, falls ich ihn verlieren sollte, wiederholen. Das war ja gerade richtig dumm, was ich hier gemacht habe. So, den Pilz lass mal, wie gesagt. Und dann geht's einmal hier durch. Ja, selbst die Kanone hier ist gefährlich auf gewisse Art und Weise. Die ist auch potenziell gefährlich. Die sind schon gut gesetzt. Nein, den sollte ich doch auch... Na gut, der kann ja hier ein bisschen rum... Oh. Ach, da ist die andere 6. Jetzt habe ich sie gesehen. In der anderen Wand ist die andere 6. Das sind die 6, 2, 6. Also das muss von irgendeiner Challenge sein. Ich habe keine... Ja, moin! Ja, moin! Was? Zur Hölle. Achso, wird das nichts. Ich habe ein Problem. Yo, bleib mal, wo du bist, bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe ihn doch gekriegt. Oh mein Gott, warum habe ich den beim ersten Mal nicht erwischt? Heieieiei. So, jetzt kann ich mir den Pilz holen. Das ist genau, was ich meinte. So. Nur nicht den P-Switch drücken. Eieieiei. Jetzt aber hier durch die Mitte. Vorsichtig. So, hier ganz vorsichtig jetzt. Dass wir kein Risiko mehr eingehen. So, jetzt haben wir's. Jetzt geht nichts mehr schief. Jetzt geht nichts mehr schief. Jetzt ziehen wir hier einfach durch. Oh mein Gott, ey. Uff. Uff. Und da oben ist dann wahrscheinlich dieses Gebilde, soll wahrscheinlich Peach darstellen. Die dann zurückverwandelt wird. Wenn man dann hochfahren würde und den P-Switch nicht sich vors Gesicht legt. Puh, wow. Herausforderndes Level auf jeden Fall, ja. Aber ich bin gespannt, ja genau, da dieses 626 Bau-Event. Das muss irgendein, ja, steht ja dort, ist ein Event. Von irgendeiner, weiß ich nicht. Gut, haben wir das geklärt. Gucken wir uns Level vom Frank an. Wie finde ich denn den jetzt am schnellsten? Gespielte Level? Da ist er. Wir gehen einfach von unten wieder nach oben. Das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir noch nicht. Stone Terror Forest. Ja, let's go. 4%. Dobs are on the loose. One for your life. Okay, wir müssen also rennen. Zumindest sagt uns das die Beschreibung. Ach so. Dachte, die fallen von oben runter. Ein bisschen vorsichtig muss man doch auch sein. Ach, der killt die Pflanze. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Okay, aber da muss ich jetzt, den lasse ich einfach einmal durchziehen. Oh Mist, der geht nicht die Ledge hoch. Ich dachte, der geht die Ledge hoch. Tut er nicht. Okay, es ist ein Swamp-Level. Aber das haben wir sicher schon... Oh, der wird hoch... Wohin geht die denn? Der geht nach drüben, der geht irgendwo dahin, der geht runter. Eieieiei, der geht hoch, ja? Nein, der macht gar nichts. Der ist einfach irrelevant. Der gefällt mir nicht, der macht gleich... Unschöne... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh, der nächste. Okay. Eieieiei.
So. Der geht runter. Was anderes kann er nicht. Hör auf zu schießen. Der geht rüber! Oh, zum Glück geht er. Dem könnte man auch gar nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Uff. Den Pfeil habe ich nicht gecheckt. Dem könnte man auch gar nicht ausweichen, wollte ich sagen, wenn der so schnell rüberziehen würde. Heieiei. Da ist was los. Ne, denn ich glaube, ich weiß es nicht. Wenn man es weiß, kann man ihm vielleicht ausweichen. Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott. Ich habe den auch noch nicht erwischt, obwohl da drei Stück sind. Aber auch wieder sehr schön designt alles. Also der hat einen schönen Baustil. Werde ich mich jetzt immer wieder wiederholen, wenn wir sein Level spielen. Aber es ist nun mal so. Ihr seht's ja. Wirklich einen schönen Stil hat er. So, also Pfeile beachten. Okay. So, mach dich mal weg da. Ach Gott. Ich würde einfach kurz springen und dann zieht er da durch. Das sollte okay sein. Das sollte okay sein. So. Jetzt kennen wir ja den ganzen Teil schon hier. Das ist jetzt alles nicht wild. Wenn man es einmal verstanden hat, geht das alles voll klar. Mach dich mal weg. Und da springen wir einfach drüber. So. Das gefällt mir nicht. Und wieder Pfeile. Okay. Der zieht diesmal... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die kommen. Oh. Ah, auf Anhieb haut es dann doch noch nicht hin. Ja, aber ich meine, das Ding hat nicht umsonst 4%. Das ist kein einfaches Level, aber ein schönes Level. Das ist das, was ich unter Level Design verstehe. Sehr schön. Herausfordernd. Nicht zu frustrierend. So möchte ich das haben. So. Da muss erst wieder jemand mit einer 88 kommen. Das ist furchtbar. Doch, das wird es jetzt aber gewesen sein. Das fühlt sich wie Finale an. Ja, ja, mach nicht. Ich habe die Münze da unten schon... Oh mein Gott. Ich habe die Münze da unten schon gesehen, aber... Nope. Nicht für mich. Ja, sehr schön. Sehr schönes Level. Weiter im Programm. Timber. Es wird um Baumstämme gehen. They are sawing up the trees with Mario still in them. Run. Aha. Bäume werden gefällt, aber wir sind drin. Alles klar. Gucken wir mal, ob wir der Gefahr entkommen können. Spannung. Spannung, Spiel, Spaß. Ach so, es ist eine Art Scrolling. Die Sägen sind die Sägen. Also, natürlich sind die Sägen, aber ich meine, es hieß ja, der Baum wird gefällt. Ich dachte so irgendwie, vielleicht stürzt alles so ein bisschen ein, aber im Prinzip bleibt der Baum da. Die Sägen ziehen einfach nur nach oben. Also, wir haben ein Scrolling-Level vor uns. Aber das ist dann ja gutes Scrolling, denn dieses Scrolling ergibt halt auch Sinn. Oh, das wollte ich mir jetzt eigentlich nicht holen. Oh Gott, jetzt, das ist aber ganz schön knapp. Auch. Oh, ich muss den hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, noch ist alles gut. Oh, das wird nicht mehr gut gehen. Das geht nicht gut. Wir sind tot. Ja, zu langsam. Okay. Also man braucht schon ordentlich Vorlauf. Ist hier oben eigentlich was versteckt? Oben ist doch bestimmt was versteckt. Jawohl. Aber das ist dann auch alles nicht relevant für uns. Das habe ich gut gemacht. Ist das ein Alternativweg da außen rum? Oder ist das einfach nur Deko?
Ach, da kommt man gar nicht raus, da ist ein Baumstamm. Ah, ich habe das nicht gesehen. Ach. Ich möchte in diesem Wickler jetzt bitte nicht mehr sterben. In diesem Durchlauf. Welchen Sinn? Welchen Sinn hat es eigentlich zu sagen, ich darf nicht getroffen werden, wenn ich doch eh klein bin? Oh mein Gott! Kann ich eigentlich? Schon, aber es ist ja ein anderer Raum, ne? Also, ja, ich komme da nicht dran vorbei. Nee, ich kann die nicht austricksen. Ah, oh, was tue ich denn? Okay, wir müssen das vernünftig spielen. Los geht's. Was mache ich? Wieso? Hallo? Mal klappt der Sprung und mal nicht. Ich muss da richtig durchdrücken anscheinend. So, wir sterben nicht an die... Wir sind nicht am Wickler gestorben. Ist doch, was ich wollte. Das ist doch, was ich wollte. Aber vielleicht kriegen wir später eine Blume oder so. Und dann dürfen wir auch nicht uns treffen lassen. Das kann natürlich sein, ich weiß es nicht. So, diesmal wissen wir aber, was wir tun müssen. Das ist ja schon mal ganz gut. Weil wir hier den Vorlauf brauchen. Oh nein, oh nein, oh nein. Komm her jetzt. Ja, ich sag ich ja. Und jetzt dürfen wir uns nicht mehr treffen lassen. Oh boy, 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 boy. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah, bin ich durch? Oh yes. Oh, jetzt noch in die Pflanze rein, das wär's. Oh yes. Und wenn man dann mal die Stellen raus hat, dann ist es eigentlich ganz okay, das Level. Fireball Frenzy. Make your way through the onslaught of Putobos and take down Boom Boom. 203. Bei 2239 Spielern sehe ich die 203 schon als Richtwert an. Das heißt, wir werden jetzt eine Weile in diesem Level sitzen. Uff. Vielleicht werde ich das dann mit Fortsetzung folgt machen. Außer es ist einfach nur ein langes Level und einfach. Aber ich glaube es fast nicht. Gut, vielleicht ist es auch einfach nur ein Level, wo man viel warten muss und dadurch kommt die 203 zustande. Und nicht, weil es lange und schwer ist. Ja, man muss viel warten, das ist okay. Ich versuche den Pilz zu behalten, so. Moment, kann ich auf den Dinger nicht spinjumpen? Mist, den hätte ich nicht holen müssen. Wenn ich auf den Dingern spinjumpen kann, kann ich die eine Stelle auf jeden Fall vereinfachen. Oh, jetzt kriege ich da unten... Na, kann ich es kurz testen? Ich glaube nicht, dass man spinjumpen kann. Ich teste jetzt lieber nicht, weil jetzt bin ich schon wieder klein. Ich wollte das während der Invisible Time austesten. Ich weiß nicht, ob das gut war, den nochmal umzustellen, aber... Ach, gut. Ach, ich musste am Ende rein. Wow. Nein, würde man spinjumpen können, dann wären solche Passagen nicht da. Dann würde man... Nein! Du kommst mit. Oh boy, und wieder runter. Okay, runter ist einfacher. So. Lass mich in Ruhe. Weil dann könnte man... Oh nein. Zum Glück die langsame. Ich weiß halt nicht. Natürlich fährt die komplett da durch. Ach Gott, ach Gott. Ach Gott, lass mich in Ruhe. Okay.
So, solange ich sehe, was der vorne macht, ist alles okay. Hier unten bin ich auch erstmal safe. Och, natürlich fährt jetzt da runter. Geht der bis durch? Nein, er geht nicht bis durch. Jetzt geht er erst durch. Dann kann ich aber hier rüber. Und kann mich hier erstmal aufhalten. Natürlich fährt er nochmal durch, ne? Na klar. Logisch. Aber jetzt fährt er nochmal da hoch, oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, meine Güte. Mama. Nein, jetzt werde ich getroffen. Okay, aber da ist die Tür. Da ist eine die Tür. Oh, nice. Noch ein Checkpoint. So. Und am Ende kommt ja noch Boom Boom, haben wir gelesen. Da ist Boom Boom. Alles klar. Sieht aber nach einem einfachen Boom Boom aus. Du Doofnuss, komm halt runter. Ja, dies ist runter. Oh no. Und ich will jetzt nicht sterben. Dankeschön. Und jetzt lassen wir ihn gleich unten. Nein! Ah. Mist. Aber immerhin kriegen wir den Checkpoint direkt vom Boss. Das ist okay. Das ist nett, das ist freundlich. Warum klettere ich da hoch? Ich weiß es nicht. So. Mein Freund. So, jetzt bleib unten, mein Kollege. Bleib unten! Oh, Mann! Wenn man die ganze Zeit in Bewegung ist... Och! Dadurch, dass ich springe, geht er nicht bis runter. Ich verstehe das schon. Ja, ja. Ich verstehe schon das Problem. Dadurch, dass ich springe, geht er nicht bis runter. Und das macht es dann problematisch. Ich darf also eigentlich nicht springen in dem Moment, wo er runter will. Muss aber ja den Dingern hier ausweichen. Das hilft ja nichts. So, jetzt passt's. Und jetzt bleib da. Bleib da! Na! Aber im Moment wurden wir nicht getroffen. Alles gut. Besser, wir werden nicht getroffen, als dass wir ihn nicht treffen. Okay. Nein! Ach, ich wollte wieder zu viel. Ach, ich wollte wieder zu viel. So. Yes! Komm schon! Yes! Das wollte ich! Oh, endlich! Puh. Gut. Also, es ist ein einfaches Level. Der Kampf am Schluss ist ganz schön krass, aber... Ne? Passt. Passt. Ich glaube, wir haben 6 Minuten oder so gebraucht. Das ist okay. Das ist okay. Eieieiei. Nee, gar nicht mal 6 Minuten. 4. So, ich will ganz kurz testen. Dann gehe ich auch gleich wieder raus. Nein, SMW konnte man das ja. Ja, alles klar. In Mario Maker kann man einfach nichts, was man in SMW eigentlich kann. Es ist so grausam. Gut. Blackout Basement ist dann das nächste. Im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.